Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, gespannt. Pass auf, ein Wort. Einen schönen guten Tag. Detlef Rüsing hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Wie immer zu Beginn eines jeden Monats unser kurzer Ausblick auf den nun kommenden Monat, also auf den Oktober 2020. Was haben Sie vom Dialogzentrum zu erwarten? Dazu ein paar aktuelle Dinge, die sehr wichtig sind, und ein kurzer Rückblick auf den vergangenen Monat. Fangen wir mit dem vergangenen Monat an, also mit dem September. Es hat dort einige Posts von uns gegeben. Schauen Sie sich einmal den Beitrag nochmal an, würde ich Ihnen sehr empfehlen, zur Open Science und Open Data, den der Kollege Hensel gemacht hat, wo es unter anderem um Open Access, also um Journals geht, um Zeitschriften geht, die öffentlich zugänglich sind. Denn Sie wissen ja, das ist ein Anliegen von uns, dass sich normale Menschen, nicht unbedingt Wissenschaftler, aber einfach Interessierte, die sich in ein Thema einarbeiten, tatsächlich auch an wissenschaftliche Publikationen kommen. Finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Es gab einen Post aus dem DNQP und es gibt natürlich einen neuen Podcast und es gab einen Lichtblick. Also es ist eine Menge passiert. Was auch noch passiert ist, auch im letzten Monat sind unsere beiden Beiträge zur nationalen Demenzstrategie, also das Interview mit Frau Jansen und das Interview mit Frau Rohrer, sehr häufig geschaut worden, gesehen worden, obwohl es ja sehr lange Interviews sind. Das freut mich ganz besonders, da ich ja ein Verfechter dessen bin, dass wir nicht jetzt alles auf 2 oder 3 Minuten kürzen müssen auf dieser Welt, weil es einige Menschen gibt, die nicht mehr gerne lesen oder sich nicht mehr länger mit Dingen beschäftigen. Auch das finde ich sehr schön, wenn Sie es noch nicht gesehen haben. Ich glaube, dass sich diese beiden Interviews sehr lohnen. Schauen Sie auf unserem Blog oder schauen Sie direkt auf unseren YouTube-Kanal. Aktuell fangen wir an mit einer sehr traurigen Nachricht. Am 4. November diesen Jahres sollte stattfinden unsere Dialogkonferenz zum Thema das Team als Therapeutikum. Wir haben das immer wieder gesagt. Am Anfang war es ja als Präsenzveranstaltung geplant. So ist auch das Programm geplant worden mit 3 auswärtigen Referenten. Und als seitens der Hochschule festgestellt wurde, dass es hier keine großen Konferenzen mehr geben darf, haben wir gesagt, okay, dann stellen wir diese Konferenz einfach um auf eine Online-Konferenz, auf eine Zoom-Konferenz in dem Fall. Lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen die Veranstaltung, oder wir haben uns vor dem Wochenende entschieden, diese Veranstaltung abzusagen, weil sie einfach mit den Teilnehmerzahlen, die wir bislang haben, die Kosten nicht deckt. Vielleicht hätten wir es noch hingekriegt bis zum November, dass wir soeben die Kosten gedeckt bekommen, aber es ist natürlich ein Zeichen, dass sich relativ wenig Leute gemeldet haben. Das mag verschiedene Gründe haben. Ich denke, der Hauptgrund ist natürlich einmal diese Verunsicherung durch Corona, was findet statt, was findet nicht statt, aber vor allem, ich glaube, diese ganze Veranstaltung war ja als Präsenzveranstaltung mit Diskussionen und so weiter angedacht. Und ich glaube, dass das eine Menge Leute abschreckt, womöglich 6 oder 8 Stunden in einer Online-Konferenz zu sein. Und da müssen wir uns auch an unsere eigene Nase fassen, denn wir hätten vielleicht einfach auch das Konzept der Veranstaltung nicht einfach gesagt, wir nehmen eine Präsenzveranstaltung und die filmen wir jetzt sozusagen als Zoom-Konferenz, sondern wir hätten wahrscheinlich an dem Konzept auch das ganze Konzept umstellen müssen. Was soll's? Wir lernen auch dazu, auch dank Ihnen vor allen Dingen. Also, diese Veranstaltung am 4. November fällt aus. Ansonsten, wir haben gerade mal die Zahlen ausgedruckt. Das Dialogzentrum Leben im Alter wächst, die Dialogakademie wächst. Also wir haben immer mehr Referenten, die auch im nächsten Jahre prima Präsenzseminare halten werden. Auch wir planen Online-Seminare für das nächste Jahr, aber tatsächlich mit einem ganz eigenständigen Konzept. Und wir freuen uns einfach darauf, wenn Sie auf unseren Seiten www.dzla.de vorbeischauen und mal bei der Dialogakademie vorbeischauen. Alle Links unter diesem Video und auf unserem Blog in dem Beitrag. So, last but not least, was erwartet Sie nun also im Oktober 2020? Der DNQP-Post ist bereits erschienen, in dem ging es um die Referenzeinrichtungen der Expertenstandards. Es wird endlich das Video zum Thema Lügen geben, das kritische Glossar, wo ich mich mit dem Konzept, mit dem Begriff des Lügens im Bereich Demenz auseinandersetze. Das ist jetzt 2-mal verschoben worden. Das hatte schlicht und ergreifend mit meiner privaten Situation zu tun. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, dann hören Sie einfach in den Podcast rein, der vorgestern erschienen ist. Podcast Wissenstransfer, auch der Link unter dem Video. Denn dort habe ich genau den Grund, warum ich so relativ wenig hier im Büro war und solche Dinge machen konnte,
dort thematisiert. Vielleicht interessiert Sie das ja. Was machen wir noch? Wir haben einen Lichtblick im Oktober zum Thema teilnehmende Forschung, zum Thema Implementierung von neuen Konzepten, von neuen Ideen. Das wird bestimmt spannend. Und es wird einen weiteren Beitrag geben. Das wird entweder ein Interview werden oder ein Schnellschuss. Wir sind uns noch nicht ganz sicher. Wir haben einiges in petto. Also, wie Sie hören, wie Sie sehen, wir sind alle wohlauf. Wir arbeiten hier fleißig. Es geht weiter. Jeden Dienstag ein neuer Beitrag des Dialogzentrums auf unserem Blog. Jeden letzten Donnerstag im Monat der Podcast Wissenstransfer und jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Post aus dem DNQP. Last but not least, was wir noch nicht geschafft haben, ist Sie endlich dazu zu bewegen, den für Sie freigehaltenen Platz auf unserem Blog. Denn wir hatten immer gesagt, den zweiten oder dritten Donnerstag im Monat, den haben wir genannt, Ihr Platz. Dort können Sie, wenn Sie eine gute Idee haben oder Sie haben eine Forschung durchgeführt und möchten die gerne vorstellen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung oder Sie haben eine neue Idee im Bereich der gerontopsychiatrischen Versorgung, besondere Erfahrungen gemacht, was auch immer. Sie können das selber filmen, Sie können Sie können etwas dazu schreiben. Es gibt einen Platz auf dem Blog des Dialogzentrums auch für Sie und das war von Anfang so geplant. Gut, das war's. Ist jetzt doch lang genug geworden. Kann mich nur von Ihnen verabschieden. Wir sehen und hören uns bald wieder. Für all die Leute, das wollte ich noch sagen, natürlich, die sich bereits für die Dialogkonferenz angemeldet haben, bekommen in den nächsten Tagen von uns erneut Bescheid und bekommen dann natürlich ihre bereits gezahlten Teilnahmegebühren direkt zurückerstattet. So, ansonsten erzählen Sie von uns, berichten Sie von uns, diskutieren Sie auf unserem Blog, auf unserem YouTube-Kanal oder wo auch immer mit uns. Ich denke, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Wir freuen uns auf ein baldiges Treffen und auf ein baldiges direktes Sehen. Tschüss, bis dahin. Auf ein Wort.